Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Heute geht um die Fabrik Franz Kochmann, Fabrik für fotografische Apparate. Konkret geht es um die Reflex Corelle, eine Spiegelreflexkamera. Anno 1936 bis 1938 wurde diese Kamera gebaut. Aber zuerst ein paar Informationen über die Firma. Franz Kochmann gründete 1921 eine Fabrik für fotografische Apparate. Er bekannt, so wie damals üblich war, mit Holzkameras und Plattenklappkameras, sprich Reisekameras. 1936, 35, 36 entstand der Name Corelle. Und diese Kamera, diese Corelle-Kamera wird bis etwa 1951 gebaut. Der größte Erfolg veranlasste dann den Franz Kochmann, die Firma auf Corelle-Werk zu umbenennen. 1938, 39 kamen die ersten Probleme für Franz Kochmann, weil er war Jude und müsste emigrieren. Kurze Zeit darauf fingen die Luftangriffe in Dresden und diese Fabrik wurde wieder zur Gänze zerstört. Nach Kriegsende 1946 war die Firma schon enteignet und das Ganze wurde verstaatlicht und der Betrieb ging in einen volkseigenen Betrieb über. Corelle Kamerawerk war ab 1947 einigermaßen wiederhergestellt und begann mit der Produktion von den Reflexkameras. Eingegliedert wurde aber inzwischen der Betrieb in VEB WEFO. Nach einer neueren Eingliederung 1951 hieß die Fabrik wieder VEB WEFO in Besitz der Stadt Dresden. Und bald wieder kommt zu einer neuen Umbenennung. Diesmal heißt volkseigener Betrieb Welter Kamerawerke Dresden. Und mit dieser Umbenennung geschieht das, was alle erwartet haben, eine Produktionseinstellung und das Ende dieser meisterhaft interessanten Kamera Corelle. Somit wurden wieder Spuren verwischt in Dickschicht der Korruption und der Misswirtschaft. Aber zurück zu diesem Prachtexemplar. Es ist eine einäugige Spiegelreflexkamera für Rollfilm 6x6 und bekanntlich macht 12 Aufnahmen. Die Optik ist eine Xenar mit 75 mm. Der Schließverschluss bietet 0,05 Sekunde, ist sehr ruhig ablaufend und kaum hörbar der Verschluss. Hat einen Schnellaufzughebel und einen Metalllichtschacht, der wirklich sehr gut ist, sehr hell. Die Parallaxe ist einmalig genau und dieser Lichtschacht hat auch eine Lupe, wo man noch genauer das Geschehen betrachten kann. Für Sportaufnahmen kann man den Lichtschacht zumachen und ein Rahmensucher wird aufgeklappt und das ist für Aufnahmen im Auge her zu verwenden. Die Kamera hat ein Aluminiumgehäuse und alle Einstellungen sind von oben möglich. Man hat eine sehr gute Handhabung mit der Kamera und natürlich diese
Gewinde für Wechselobjektive bis zu einer Brennweite von 360 mm, was für die damaligen Verhältnisse wirklich sehr interessant war. Diese kompakte Kamera kostete etwa 140 Reichsmark. Das ist eine sehr gute Kamera. Eine interessante Fabrik, die leider Gottes durch Misswirtschaft vernichtet wurde. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.